Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum ersten World War II Kill Duel und seit langem mal wieder ein Video mit Marcello. Yo, was geht, YouTube? Marcel zu dem Skorpion. Na, Spaß. Was geht? Hallo. So, wir spielen erste Runde Herrschaft auf Aachen. Wir haben beide. Hast du auch Vorräte mitgenommen? Ja, ne? Nee, ich habe jetzt ein bisschen was anderes, aber. Okay, ja. Ich habe auf jeden Fall Drohne, Vorräte und die Gleitbombe mit. Ich werde jetzt hier auch mit der Standardklasse spielen. FG42. Triple Nuklear, jetzt Drohne. Ja, Digga, muss sein. Ich komme gerade nicht ins Game rein. Schön am Wacken mal wieder. Ja, da kann ich richtig viele Kills machen, Marcel. Ja, ich bin Alter, was halt ist das? Ah, jetzt bin ich drin. Meine Güte. Bei mir ist aber auch todeslang. Achso, du warst Luft, in diesem Zuschauer. Panzer, Gebirge, ja, Panzer. Ja, direkt Sack hier, let's go. Oh, so, direkt Tukis gemacht. Oh, scheiße, Digga. Bin ich richtig unter Druck. Toll! Drei Kills hier zu machen dauert ja manchmal 20 Minuten gefühlt. So, da vorne ist einer. Er wird hier links wahrscheinlich weit noch kommen. Jawohl, habe ich. Zwei noch vielleicht? Jawohl. Okay. Warte, ich versuche mal mit B zu sichern. Komm schon. Kommt hier vorne jemand? Nee. Ah, du gehst rechts, ne? Ja. Ja, aber ich von vorne bei dir. Da sind zwei in toten Winkel gewesen. Oh, habe ich beide? Okay. Warte mal. Ja, jetzt hast du schon. Ich muss kurz lauter machen. Nein, oh, ich dachte, er läuft vielleicht weiter, verdammt. Ich hatte blutrünstig. Okay, gut. Vamos, Leute. So, wie in guten alten Zeiten, einfach oldschool. Ja, ich kassiere wieder nur Karma, Digga. Drei Tode, so lächerlich gekriegt, so, wie ich sonst nie außerhalb der Aufnahme bekommen würde. Ich habe Kurt absolut destroyed. Wie hieß denn nochmal dieser komische Eisbär? Knut, oder? Oder wer war das? Ja, Knut, der ist tot, der ist in einer Kameraaufnahme gestorben. Von seinem Eisberg runtergerollt, Digga. Oh Mann, ey. So, okay. Komm auf B, auf B, auf B. Ich ja, ich hab jetzt nein. Tupis auch gemacht, ne? Komm jetzt aufs Scoreboard. Ja, 2 zu 5. Du hast angefangen mit den Tupis, jetzt 5 Tote am Stück kassiert. Ja. Oh Gott, ich bin wie im Killduell-Modus, Digga, wo ich wieder nicht vernünftig spiele. Ich merke das schon wieder. Kurz vor Schlaganfall. Ja, guck mal, das ist so krass, Digga. Ich kann in Killduells einfach nichts machen, Digga. 2-6, ich stand noch nie 2-6 in dem Spiel. Wow, 2-7, wow. Jetzt die Bombe ist für mich. Nee, doch nicht. Die werfen. Warte mal. Nein! Okay, Kurt ist absolut. Wird die ganze destroyed nur von mir. So, da ist einer links im Haus. Marcel, glaube ich, der schießt hinter dir. Nee, ich weiß nicht. Oder wo ist er? Ah, doch, der ist im Mad-Glitch. Boah, hab ich schön. 100er Brezi, let's go. Ich sehe mal mit dem Team mit B. Die kommen bitte. Ah, er ist One-Shot. Er ist Richtung unsere Base gelaufen. Steht 2-7. Immerhin nicht 007. Kein Bond. Ist halt so, ist es jetzt schon wieder so hart lächerlich, Digga. Wirklich, ich kann jetzt schon wieder nicht glauben, die Runde, weil es halt so lächerlich ist. Kannst du hier noch einen Turn-On jetzt hier noch dazu kommen? Wo sind die? Wow, Alter, er ist so hinten im Headglitch. Oh mein Gott, die sind alle nur im Headglitch hinten bei sich im Spawn, ne? Man muss hier ein bisschen chilliger spielen. Ich darf nicht zu krass rushen. Gut. So, oh Marcel, wieder Tupis. Let's go, Digga. Vamos a ver, Leute. Was geht hier ab? So, ganz ruhig. Schauen wir mal. Vielleicht können wir eine kleine Streak aufbauen. Mein Gott, Digga. Es ist so... Keine Ahnung, ey. Okay, ich habe auch 2. Warte mal, ich chill jetzt einfach mal so. Ich spiele jetzt einfach mal so wie die Gegner, Alter. Müssten eigentlich... Ah, da ist einer. Habe ich. Okay. Gehen wir mal hier in Headglitch, vielleicht kommt hier einer von vorne. Oder? Nee. So. Oh, da ist einer. Oh, Alter, jedes Mal diesen Kurt, Digga. Ich eliminiere ihn so weg. So, jetzt aufpassen, dass hier keiner von. Ich spiele auch jetzt zum Beispiel wieder gar nicht so, wie ich normalerweise spielen würde, sondern so voll hektisch. Ja, so, ich habe mich jetzt auch mal zusammengerissen, nicht hektisch zu spielen. So, komplett auf 2. Nur reinrushen und so. Ja, du hast schon 10 Kills mehr, Digga. Das kann ich gar nicht mehr aufholen, die erste Runde. Geht gar nicht. Nach so einem Start, Digga, das ist unmöglich. Mein Bro, vielleicht machst du ja den einen oder anderen falschen Mega klar. Ja, muss ich. Auch spielst wenn ich ihn nicht eingepackt habe. Na, vielleicht kriegst du ihn ja trotzdem. Ja. Warte. Ich versuche hier irgendwie meine Streaks zu schimmeln. Eine Drohne wäre auch schon mal schön, aber man braucht ja so viele Kills wie bei einem Orbi in Black Ops 2, Alter. Ja. Da ist ja vorne Mad Glitch. Jawohl. Oh, Marcel, ich hab Drohne, Alter. Jetzt. Nein, nein, nein! Nicht sterben. Boah. Okay, Drohne haben wir. Let's go, Alter. Let's go, das Biest. Drönchen ist da. Ja, bei mir vorne geht gar nichts gerade. Sobald ich mit Anton spiele, das habe ich ja schon mal neulich im Video erzählt, da spiele ich direkt um 300% schlechter als normal. Das ist einfach bei mir so.
Es gibt so Leute, mit denen spiele ich immer wie Gott. Und dann gibt es Anton, mit dem ich immer spiele, als welchen Hurensohn. Wow. Okay, ich habe Vorräte. Vielleicht ist da jetzt irgendwas drin. Digga, ich habe 10 Kills gebraucht für Vorräte. Was ist denn das? Oh mein Gott. Jetzt habe ich eine Fritz-X-Bombe, Gott sei Dank. Ja gut, bei mir läuft es eigentlich gerade ganz nice. Die Waffe spielst du eigentlich? Ich habe die Standardklasse gespielt, die FG-42. Oh nein, noch einer von links. Oh, verdammt, ja, das war so ein 50-50. Die Standardklasse? Ja, Digga. Ich spiele fast die ganze Zeit mit der. Weil ich level gerade meine Division, habe nur eine MG drin. So, haben wir hier, glaube ich, einen Triple Kill in der Killcam, oder? Habe ich den noch einen geholt? Ja. Jetzt gehen halt gedrückt ins Nuklear. Nebenbei. Er hat 14-0. Es ist ein. Oh mein Gott. Wenn er. Marcel, wenn er jetzt Nuklear macht, ne? Welche ist denn das hier? Die Infanterie? Ist die krass oder was? Ich spiele die jetzt auch mal. Die ist gut. FG-42 ist nice. Also mit der Bar ist auf jeden Fall die stabilste AR. Ist das mit Zielfernrohr sogar? Ja, halt mit Rotpunkt, ne? Nee, ich meine, dieser Schaft sozusagen. Ach so. Die Runde fängt an, ich hitte drei Leute so hart an und sterb dann. Hier ist einer wahrscheinlich. Ah, der ist da lang gelaufen, okay. Kommt jetzt wahrscheinlich hier Medglitch, oder? Boah, okay, Teammate hat den geholt. Warte mal, ich chill mich hier kurz hin. Oh, da, er sieht mich nicht. Fuck, ich hab den Fact Gucci-Typen geholt auf 15-0, ne? Gott sei Dank. Sehr gut. Noch einer. Laufen wir hier mal kurz raus. Oh, hoffentlich erwischt mich niemand. Hinter mir schießt irgendwo einer. Da kommt er jetzt. Oh. Ah, nein. Einer ist noch im Bus, Digga. Er chillt noch im Bus. Die sind richtig viele auf C. Okay, warte mal. Ich hau mal kurz Gleitbombe raus und danach meine Vorräte. So. Schauen wir mal. Einen habe ich auf jeden Fall safe von C. Das regt mich so heftig auf. Dann stehe ich wie der größte Knecht da. Und das ist nur, weil ich jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal spiele ich gut, Alter. Drohne ist da. Von Vorräten. So, einer kommt bei A. Oh mein Gott, ich werde absolut wegeliminiert von Vaskin. Warte mal, ich hau eine Nate drauf. Komm schon, Nate, hol ihn. Aber das ist auch die schlimmste Map für mich. Also auf keiner Map spiele ich so scheiße wie auf Aachen. Aachen ist auch halt. Das sind alles solche. Perfekt, Gucci ist natürlich der Beste, Alter. Ich gebe 15, 17, Alter. Das ist halt so gestört. Oh mein Gott, ne? Meine Güte. So ein easy Two-Piece, aber der wird dir einfach nicht geschenkt in dem Spiel. Oh, da vorne sind die. Kommt Capture Kill. Ich bleib mal auf der Flagge, Leute. Komm schon. Er stirbt nicht von meinem Nate. Nein, ich sterb von seiner. Oh. Okay, da vorne. Okay, hab ich. Kurt. Nein, Gleitbaum geht auf mich. Ja, aber natürlich klar. Fact Gucci ist der beste Spieler der Welt. Wie kann er gegen uns 24-3 stehen? Ich verstehe sowas nicht. Ey, meine Fresse. Ich glaube, früher, Marcel, wärst du schon fünf Mal oder so ausgerastet. Ja, ich kann das nicht mehr, Digga. Ich fresse jetzt in mich rein und sterb dann irgendwann dran. Ey, Digga, ich weiß noch, wie krass du einmal ausgerastet bist. Beim zweiten Nuklearduell auf Hijacked. Oh mein Gott. Weißt du das noch? Ja, ich bin doch. Ich habe auch nichts anderes in den Duellen gemacht. Jagdpilot, oh Gott. Komm, Alter. Die Runde müssen wir wenigstens gewinnen. Die haben einen Two-Cap dabei. Am Start. So. Einer ist hier mit Map. Boah, Gott. War das knapp. Ja, jetzt kommt er natürlich trotzdem von da. Na, ich schau da, wo die ich jetzt geholt haben. Die müssen jetzt eigentlich da langkommen. Einen habe ich. Boah, ja, das ist klar, Mann. Da kommt ganz Japan schon wieder auf mich zugelaufen. Na gut, Shido Hurensohn, trifft doch mal eine Kugel. 25,5, ich weiß gar nicht, wie das geht. Er hat einfach eiskalt eine 5KD. Aber er war so ein absoluter Bob, als ich ihn einmal geholt habe. Ja, bei mir auch gerade. Wow, da war noch einer. Zack. Das ist so krass, wie du hier die Ecken und so pre-aimen musst, ne? Damit du nicht sofort stirbst. Das boah, Alter! Digga, was für ein Gunfight ich hier schon wieder hab, ne? 38-14. Boah, meine Güte. Ich werd bei jedem Gunfight angeschossen, ne? Mir wird nichts geschenkt, einfach. Komm, STG, gib mir mal die... Ja, er sticht mich ab, Digga. Was haben die für Reaction-Times, ne? Okay, alles gut. Ja, Bro, du musst dann in der zweiten Runde auf jeden Fall
Ja, versuchen nachzulegen. Die sind so schlau bei mir, die Gegner, Digga. Ich bin viel zu schlau. Ich kann gar nichts gegen die machen. Einer ist dein Mad Glitch, ich challenge ihn. Natürlich. Er überlebt erstmal meine Granate und danach noch einen Schuss in den Kopf von meiner Waffe. Boah, ich bin so gut in dem Spiel. Ich habe so perfektes Aim, Mann. Ich check es nicht. Immer bei sobald Kill-Duell spiele ich einfach nicht, wie ich spiele. Und das ist schon seit Jahren mein Problem, Alter. Ich spiele anders. Ich renne überall rein, obwohl ich normalerweise so smart spiele und immer so viele Kills mache, Alter. Aber bloß nicht, wenn das Wort Kill-Duell fällt. Dann kann ich keine Kills mehr machen. Mein Gott, ey. Oh, ich schau vorne. Ja, man muss hier... Man kann halt hier nicht komplett durchrushen. Ich weiß nicht. Da müsste doch einer kommen. Wow. Was war das denn? Wow, alter Walter. Okay. Ja, wir sollten gleich versuchen, mal B zu sichern. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Boah, da ist noch einer. Komm schon. Boah, fuck, 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 fuck. Hier war eine Shotgun, Leute, die würde ich ganz gerne. Ah, nein, eine Type 100. Hm. Ja, dann müssten da vorne sein bei dir irgendwo, Marcel. Der weakste Bastard der Welt, Digga. Ich bin so weak, ja. Ich brauch. Digga, man ist in dem Spiel auch wirklich immer eine Stunde weak. Man wird angeschossen, eine Stunde kann man nichts machen. Oh mein Gott, Alter. Digga, schau mal, wie die mich alle pre-firen. Das ist ja unglaublich. Ich versuche noch irgendwie B zu sichern. Komm schon, komm schon, B. Halt mehr. B, 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 B. Für den Win meinst du, ne? Ja, klar. Nein, noch einer da links. Ich schaff das es nicht. Es ist so krass, Digga. Wow, wirklich. 193. Also, ja. Wenn wir das noch gewinnen, ne? Wir müssen halt irgendwie Triple cappen. Warte mal, ich hau da eine Granate vor. Da muss einer Madness sein vor. Ja, zwei. Ich kann nichts machen, Digga. Das schaffe ich nicht. Ja, ich kann auch nichts. Es wird nichts. Hier kurz aufs Klo. Jo. Okay, Leute. Erste Runde geht an mich. 45 zu 31. Ich hatte auf jeden Fall einen ganz stabilen Start. Ich versuche jetzt auf jeden Fall eine etwas bessere Lobby zu finden. Und Marcel muss jetzt gleich nachlegen und wir sehen uns dann gleich wieder. Vamos a ver, Herrschaft auf Flag Tower ist jetzt angesagt. Die Lobby sieht jetzt etwas besser aus auf jeden Fall. So, ich zocke jetzt mit der STG die nächste Runde. Oh, hier rechts ist einer. Den holen wir. Easy. Okay, Level 2, er ist absolut Puppy Snipe, Digga. Ist gut, das gefällt mir. Ja. Gegen solche Jungs spiele ich doch gerne. So, ich laufe jetzt mal hier außen. Oh, nein, ich fall fast von der Map. Das Ding ist, es sind erstmal gerade nur 4 Gegner. Wir haben nur 4 Gegner. Müssen wir schauen. Vielleicht kann man ja direkt einen Streak aufbauen, das wäre ganz nice. Ich sehe mal B mit. Ich finde es ganz geil bei B, du musst einfach nicht innen in diesem Ding drin sein, damit du es einnimmst. Achso, ja, ja. Das zählt sozusagen dann als B. Ja. Das hat diese Bar aufgehoben. Oh, gönn die, Alter. Muss ich auch noch leveln. Okay. Schauen wir mal. Die müssen eigentlich jetzt außen hier irgendwo kommen, Leute. Ich denke, von hier müssen jetzt eigentlich kommen. Von A, oder? Ja, da ist einer. Boah, Alter, wie er mich anschießt, der Frechfratz. Was hat er für einen lustigen Titel? So. Ja, er... Miko Biko 10, ne? Ja, ich veraime halt, ist unglaublich. Major Place, okay, da ist einer, den habe ich. Wow, wie viel er geschluckt hat, das ist ja phänomenal, ne, schon wieder. Noch einer vorne. Boah. Ja. Okay. Komm schon. Ups. Oh, unter mir. Spielst du Schalldämpfer-MPs mit Schalldämpfer? Also wenn du dieses Airborne benutzt? Manchmal. Kommt immer drauf an, auf welche Map. Digga, so ein Noob, ne? Ich schieß ihn so an und es juckt. Er kommt einfach so ganz easy cheesy zurück und fickt mich, Digga. So richtig easy. Er hat sich gar nicht überlegt auf der Challenge. Er macht's einfach. Ja, normal. Genauso wie damals bei dem Turn of Meltdown. Als er dich geholt hat, hat er direkt nach vorne wieder geguckt. So als ob es gerade das Normalste gewesen wäre auf der ganzen einfach Welt. So nebenbei hat er meine Mutter gefickt und ist dann weitergelaufen. Ja. Hätte, glaube ich, direkt sogar den nächsten geholt in der Kicker. Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich laufe mich hier komplett durch, Leute. Kleiner Wichser. Ich bin hier irgendwo spawnen auf A nochmal. Der ist auf jeden Fall hier im Haus. Soweit ich weiß, oder? Ich glaube, er chillt. Oh, hinter mir. Mann, ich laufe so lang. Jetzt gehe ich negativ, Marcel. Let's go, das Biest. Hab dich fast gerecht. Ey, ich laufe auch gerade zu hektisch, Mann. Ich muss wieder pre-aimen.
So, die müssen da drin sein, Leute. Muss doch hier irgendwo sein. Hier vielleicht. In der Ecke irgendwo. Jetzt habe ich 10 Kills mehr als du. 10 Kills hast du mehr jetzt, ehrlich? Ich konnte nichts machen bei meinen Toten. Ich wurde einfach weggeliminiert jedes Mal. Es wird einen Viscabasa-Weg geben, die Runde trotzdem noch zu holen. Na, warte. Ich hab 4 Kills bei 65 Herrschaftspunkten. Wow. Ich hab gleich aufs 2 so einen Controller aufgemampft, Digga. Gemampft. Jetzt sind die so langsam in den Mund geschoben, einfach aufgegessen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hatte, glaube ich, bei Black Ops 2 nie eine Runde bei 65 Herrschaftspunkten, wo ich 4 Kills hatte. Also ohne Scheiß, selbst gegen die größten Tryhards aller Zeiten. Du hast mehr Kills einfach. Hinter mir kommen die. Wow. Teammate stirbt für mich. Nein, auch noch hinter mir. Ich verstehe das nicht, Mann. Von wo kommen die überall, Alter? Wir spielen doch gegen irgendwelche Juans, Alter. So aus, würde dir gerade Dingens auspacken. Gravity Spikes, Digga. Ich höre vor, einfach so, du spielst so und einer macht das so einfach nuklear. Stuck. Ich bin so der Semtex-Minister, Digga. Bro, warum gibt's eigentlich keine einzige Burst-Waffe in diesem Spiel? Gab's keine Burst-Waffe im Zweiten Weltkrieg oder was? So eine M8A1 meinst du so? Ist mir egal, irgendeine Burst-Waffe. Warum gibt's keine Burst-Waffe in dem Spiel? Ich stehe 8 zu 8, verdammt. Und ich kann nichts machen an meinen Toten. Da ist noch einer vorne im. Junge, er kommt hier von unten. Ich weiß, ich werde jetzt irgendwie richtig eklig sterben. Wo kommt die her? Mein Gott, ich laufe hier außen lang schnell. Komm. Komm zu Papa. Der müsste. Hinter mir! Ey! Also einmal, wo ich durch Hunde gestorben bin, da hab ich geweint im BO2. Gelaufen. Richtig geweint. Mhm. Auf Plaza. Weil, nee, es war auf Raid. Aber ich glaube, doch, aber Plaza hast du im Kopf, weil ich das nochmal bei Watching Old Videos geguckt habe. Und da war's. Also in der Top Rage Moments Folge habe ich es auf Plaza reingeschnitten. Also das wirst du schon dann. Ja, ich kenne eine Plaza-Runde, wo du fast geheult hast. Ja, da habe ich geweint und gesagt. Habe ich geweint und gesagt, es hätte locker 60, 70 plus werden können. Und habe richtig Tränen in den Augen. So, Junge, manche Leute weinen, weil ihre ganze Familie abgeschoben wird und ich weine deswegen. Stani, Digga. Schau mal an. So einer holt einen dann. Er hat so ein schlechtes Aim und er macht einen Freepiece. Das bin ich. Ja, ich einfach noch mal Marcel easy weg ist. Ja, ich war auch weak. Guck mal, eine Kugel, wie ich geflogen bin, Digga. Trotzdem lächerlich. Ja, ich habe 5 Kills weniger. Ich habe gerade noch ganz gut Kills gemacht. 3, 2, 1, so. Ich bin irgendwie ganz kurz davor, so richtig hart zu lachen. Ich weiß nicht warum. Warum das denn? Ich weiß es gerade nicht. Die müssten mal. Boah, was werfen die schon wieder alles für Nades? Oh mein Gott, hier von links kommt er. Er challenged mich absolut tot. Oh mein Gott. Meine Fresse, ne? Komm, bitte überlebe ich das, wenn ich hier durchlaufe. So ein Frechfratz. Ich hätte glitch gerade mit im Real Life, sondern hätte ich so meinen Kopf nach oben bewegt. Boah, Digga, die werden jetzt von hier kommen. Er kommt jeden Moment hier, Leute, im Headglitch. Ja, ich krieg einen Assist, das ist ja so. Oh, let's go, Mann. Ich krieg einen Assist und dann krieg ich den Tod. Das kann doch nicht sein. Ich mein's ernst, das geht gar nicht. Bro, das gibt's doch nicht, Mann. Alter. Die kommen alle einfach da bei mir entlang die ganze Zeit. So, ich habe jetzt eine Drohne wenigstens. Komm schon. Wo ist der Typ, Mann? Ich krieg fast einen Turn meines Lebens von Django. Er hat sich so umgedreht, Digga. Mein Bildschirm ist so rot, du glaubst es nicht. Oh mein Gott. Nein! Marcel, das ist nicht normal. Schau mal, er ist Level 10, Digga. Das ist gerade seine vierte Runde oder so. Easy, easy. Ja, ich scuff sogar noch. So richtig easy Kill hat er mit dir gemacht, oder? Ja, so als ob es nichts wäre. Ich geb so alles, Digga. Ich geb so 5000%, scuff alles. Er aimt mich einfach so trocken weg. Ja, hör auf, nein, Digga, Mario. Ach, egal, ich reg mich jetzt nicht auf. Einer hat 3 Nades auf mich geworfen. Meine Fresse. Ja, die werfen auch wieder 500 Nades auf mich. Der wird mich jetzt so wegscuffen. Ich hab so irgendwie ein Gefühl, er kommt sogar angescufft, aber er holt mich nicht. Schau mal, wie die. Nein, Huan, ich challenge dich jetzt, du Frechfratz. Komm her! Nein. Es ist unglaublich, was die mir teilweise für Dinger drücken, Digga. Ich check es nicht. Nein! Schau mal an! Ja, ich hab so gesehen, wie er gestorben ist. Ja, ich bin auch sofort danach gestorben. Er hat so den Collateral gemacht, habe ich noch nie in COD gesehen. Wir müssen da vorne sein, im Headglitch wieder. Hier links ist einer.
Ja, aber der ist einfach verschwunden, Anton. Er huntet. Er ist da in der Ecke, glaube ich. Ey, Bro. Ich kann. Warum probiere ich es überhaupt, da lang zu laufen? Wir haben auch schon wieder keine B-Flagge. Ich hasse es, wenn wir nicht B haben. Wir müssen jetzt. Komm. Lauf mein Nate rein, komm schon, Baby. Es ist so krass, dass ich da sterbe. Das ist so geil, Digga. Wirklich. Richtig nice. Bro, ich. Siehst du mich, oder? Ich hör's, wie es lauter wird. Ja. Es ist. Junge, Marcel. Fritzelbombe bereit, Digga. Alter. Ich kann nichts machen. Ich gebe gerade echt alles eigentlich. Ich kassiere auch nochmal gerade. Ich lauf 2 Meter, kassiere. Lauf 2 Meter, kassiere. Snack sagt, dass die Ghost besser. Ich musste so heftig lachen. Ja, Tone auch immer. Ein Kill, tot. Ein Kill, tot. Jedes Mal. Er denkt jetzt, er kommt jetzt noch online und rapt, genau wie im BO2. Sieben Kills weniger habe ich. Und ich gebe alles, ich schwör's dir. Ich gebe so hart alles. Ja, ich auch, Digga, aber alles reicht nicht gegen diese Götter, diese jungen Götter. Oh, ich habe so schön die Nate in. Oh, so schön die Nate in sein Fenster geworfen. Das hat mich ganz so glücklich gemacht. Krieg ich einen Turn on? Nee, aber er war kurz davor, Digga. Er hat sich überlegt, ob er ihn mir verpasst oder nicht. Sie nehmen Baker ein, komm her. Ich sehe, dass er ein Baker ist, aber ich weiß nicht wo, in welcher Ecke, Digga. Ja! Mein Gott, Alter. Ich messe so selten jemanden. Nein. Sie obern Baker. Mir reicht jetzt. Hab ich? Ja, und ich krieg ihn nicht. Komm her. Die müssen noch jetzt hier reinkommen. Das ist unfassbar, dass der mich jetzt geholt hat. Unfassbar! Ja, und durch diese Szene verliere ich jetzt. Das ist so heftig, Digga. Das kann gar nicht sein. Durch diese Szene verliere ich einfach. Nochmal abgestochen, Sekretär. Nein, ich wollte nochmal abstechen. Verdammt, ich hab. Ja, Digga, ich hab 2 Kills weniger. Wenn ich jetzt irgendwie reinlacke in den Vorräten. Das wäre lustig, wenn ich wegen Vorräten gewinne. Ja, und der eine Typ gibt mir den Jumpshot meines Lebens, wenn es einfach komm. Nicht Major Plays wäre. Fallschirmjäger. Komm nein, schon. Echt jetzt. Nein, oh nein, nein, die kommen jetzt erst. Ich hab Mörserschlag, ist auch nicht so schlecht. Ja, ich kassiere. Ja, oh, ihr seid solche. Wenn du den Mörserschlag gut reinhaust und ich jetzt einen Quad mit dem Killpeed sehe, dann schmeiß ich einen Scorpion Scuff, dann kann er. Fliegt er zum ersten Mal. Hey, ich. Ach so, ich habe keinen Nate mehr. Nein, Level 2 erholt mich. Sein zweiter Kill ja, in WW2 gegen mich. Er fickt mich in absoluten Gunfights und so, Digga. Warte mal. 190 Herrschaftspunkte. Er kommt hoch. Alter, wie er scufft, ne? Marcel, das ist nicht mehr feierlich. Ich habe 4 Kills. Oh Gott, ich muss schon einen super Abschuss machen jetzt. Wow. Na, nee, das hast du gewonnen, Bro. Nee, ich hätte es eh nicht mehr geschafft zeitlich. Ja, GG, ey. Ja, du hast ja auf die Vorräte gewartet. Es war schon fair play, Digga. Ja, wäre ich der Szene von Vorräten nicht gestorben, hätte ich es vielleicht schaffen können, weil ich war echt gut im Spawn. Guck mal, was die Gegner. Mick, drück uns 39 Bro, 6. Er hat mich jedes Mal fast im Gunfight geholt. Ihr Futter Ventura hat meine Mutter gefickt, Digga. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich bei der letzten entscheidenden Runde. Vamos, Chiquitos, letzte Runde auf Saint-Marie-du-Mont. Das hast du, hättest du besser aussprechen können. Ja, Saint-Marie-du-Mont. Je suis en colère! Oh, ich hab den Kill sogar geholt, Digga. Das hat sogar gepasst. Oh, yes. Nein! Krepp holt mich, Alter. Hat ja auch gepasst zum Kontext. Ja. Oha, was ist der Kontext, Digga? Sag auch nicht so schlaue Wörter. Ja. Ey, Digga. Du hast hier echt gerade die Chance, ein Kill-Duell zu gewinnen, Digga. Das wäre historisch, komm schon. Wir haben alle 2 Bar und ich habe 3 Kills. Echt jetzt? Ne, ich krieg jetzt schon Nasenbluten, dass German HD sich hier angeschlossen hat. German HD, oi. Ist hier irgendwo einer? Ich finde keine Gegner gerade, ne? Ich schwöre, wenn ich das Kill-Duell gewinne, schreibe ich in den Scorpion Place Banner das Datum von heute. Ne. In diesem Spiel ist es halt echt möglich, ne? Es ist so random teilweise. Soll das denn heißen, Schatz? Nein, so meine ich das. Du hast voll oft in dem Game, hast so First Shot und kassierst halt trotzdem. Das verstehe ich nicht. Das ist so krass in dem Spiel. Anton wird abgeriegelt, Anton. Muss aufpassen. Was? Nein, das verstehe ich nicht. Ich liebe das. Das verstehe ich nicht. Das war einfach nur die Ausrede, dass ich gerade nicht perfekt geaimt habe. Oi. Was für C? Ah, meine. Mein. Klee.
Ich verliere einen Caesar. Ich weiß nicht, ob ich B mit sich und so. Immer bin ich vor drei Gegnern. Ich habe gute Laufwege, aber kein Aim oder was? Oh, warte, die Nade, Anton, warte. Werf sie, komm. Ich musste sie out of map werfen. Ach, ich dachte, die kommt. Ja, du kannst jetzt den Octopiece deines Lebens. Einer ist da nur. Ja. Ist noch einer? Der eine Typ kommt raus und holt nur mich. Aus drei Leuten. Die ganze Fenster offen. Ich hoffe, die Nachbarn rufen die Bullen. Ich spuck die so an. Die werden jetzt hier kommen. Na, ich würde hier ganz gerne nicht ins Haus. Aber die werden jetzt ich von hier kommen, Alter. Ich laufe so ängstlich um die Map, Marcel. Ein Typ ist gerade aus dem Fenster gesprungen, seine Kniekehlen haben so geknackt, so krrrk. So, yo, was geht ab, Leute? Wow. Und herzlich willkommen zu einem weiteren hier im Kanal. Blacktime, Digga. Unser Leben war früher zu McDonalds gehen und Blacktimes begrüßen und dabei nachmachen, 20 Minuten. Ja, Mann. Ist er nicht auch wieder von den Toten erwacht? Ja, alle sind doch wieder da, Digga. Ich weiß doch, wie Blacktime per Photoshop seinen Bizeps größer gemacht hat. Ja, das ist Thumbnail, Digga. Nee, ich glaube, er hat sogar so ein normales Bild einfach in Breitbild gezogen. So, so die schlimmste Bearbeitung der Geschichte, weißt du, was ich meine? Das sah so lustig aus. Ey, Digga, ich finde seit 100 Milliarden Minuten kein Kill mehr. Komm schon. Digga, du hast 4 Kills mehr. Ich finde keinen Gegner, verdammt! Ich weiß aber auch nicht, wo die sich gerade rum. Nein, da oben. Ich bin tot. Ja. Ich habe noch gekocht. Ich habe 60 Herrschaftspunkte, ich habe 7 Kills oder so. Ist der neue Leistung. Ja, den kriege ich natürlich auch nicht. Verdammte Scheiße. Komm schon jetzt, aber der muss hier unten sein. Bleib mal stehen jetzt, Bro. Jawohl, jetzt kriege ich wenigstens einen. Feindkontakt bei Anton. Ist hier oben einer vielleicht? Nee, ist auch niemand. Warte mal, vielleicht kriege ich die so. Ja, jetzt geht am Easy Triple Cap. Bro, er stirbt nicht. Wo ist er? Oh mein Gott. Der eine ist einfach nicht gestorben, ne? Bei C sind die. Meine. Ich hab Panikattacke gerade. Mann, die haben Triple Cap. Lass mal irgendwas sichern, ey. Ich hab mir gerade die Vorhilfe gehabt. Ich hab hier irgendwie Zielhilfe gerade gehabt. Oh, geil. 5. Ich hau nochmal Drohne raus. Komm, 6. Drauf. Wow. Die spawnen da alle bei dir. Hab die. Richtiger Koks. So. Okay, warte mal, ich hab Plan, los. Wir müssen eine Flagge einnehmen, Anton, das geht so nicht. Ich hab Vorräte und Gleitbombe für zweite Halbzeit. Ja. 12, 3, 17, 5. Oh mein Gott, ey, das ist spannend. Wir spielen gegen den Umba-Clan. Mhm. Soll ich den letzten hole mit der letzten Kugel im Magazin? Ich dachte, das ist unmöglich. Warte. Ja, hast auch schon gut gejobshottet. Okay, Leute. Ja, ich verliere halt jetzt Zeit, wenn ich die Vorräte raushaue. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich chill noch kurz. Ist die Gegner Triple Cap. Wir müssen jetzt mal echt was einnehmen, Alter. Die Teammates nehmen nichts ein, Mann. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das war noch nie unsere Aufgabe, dass wir eine Flagge einnehmen. Ja, ist echt so. Ich habe sie zu früh geworfen, glaube ich. Ich auch. Ich eine auch Sekunde. Wieder. Nein, was werfen die auf mich? Komm schon, die müssen doch hier entgegenkommen. Ich habe so Angst, da lang zu laufen. Ach komm, ich hau erstmal Gleitbombe raus. Komm schon. Oh, da sind mehrere, ganz viele Leute bei B, ne? Zwei Leute müsste ich eigentlich haben. Okay, noch einer bei B. Wir können jetzt eigentlich B easy sneaken. Warte mal, ich hau mal kurz hier Vorräte raus. Guck noch kurz, ob hier irgendjemand kommt. Bei B sind die. Noch einer. Vorne. Du meinst, er sieht fresh aus, hat so gecampt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wow, von wo kommen die? Stipp. Oh, noch einer bei B. Gnadenlos, Anton. Oh, ich muss weglaufen. Ich habe auch gnadenlos. Ich habe sogar gleich skrupellos. Was habe ich hier? Flächenbombardierung. Oh mein Gott. Das ist gut, Digga. Das ist gut. Killer. Das ist stabil. Da kommt hier einer. Hab ihn. Okay, ich habe 15er Streak sogar. Mach mal bei noch nur. Ich starte selber von meinen Flächenbombardierungen. Wow. Das ist natürlich fair, ne? Das ist richtig fair. Warum sterbe ich selber von der scheiß Streak? Was ist denn das? Woher soll ich wissen, wohin das geht? Hey, wie unfair ist denn das? Ich bin irgendein Gas reingelaufen, Mann. Digga, was ist das hier alles gerade auf meinem Screen? Ich kenne das nicht. Ey, jetzt mal ehrlich, woher soll ich wissen, wohin die Flächenbombardierung einschlägt? Und ich sterbe einfach davon. Wow. Digga, was ist das hier? Davon was knallt hier so? Wow. Ja, ich habe 3 Kills gemacht mit dem Ding. Okay, ja, du hast immer noch... Du hast immer noch 4 Kills mehr, krass. Verdammt. Okay, einer ist noch bei B.
Bombe wird abgeworfen. Der Feind nimmt mehr ein. Ich krieg den nicht. Mein Gott, ich krieg keine Kills ab, Alter. Okay, wir brauchen unbedingt Double Cap. Teammate, kann der mal bitte A sichern? Ich muss A sichern, sonst habe ich nicht genug Zeit. Ah, okay, der Typ sichert es. Ja, gut. Boah, mein Mörserschlag, schlimmer hätte ich nicht einsetzen können, ehrlich. Ich finde niemanden, Marcel, ich finde niemanden. 6 Gegner, ich finde niemanden. Da kommt noch einer von C. Unnachgiebig. Hab ihn. Boah, noch einer. Verdammt. Die werfen irgendwas auf mich, glaube ich. Ich sicher mal C, ich versuch's mal. Boah. Kommt hier einer? Oh, die kommen hier von vorne. Warte mal, von wo kommt er? Hat er mich gesehen? Alter, das sind so viele Leute, ne? Boah. Oh mein Gott. Nein, ich krieg ihn nicht mehr, ne? Ich bin tot. Verdammt. 3 von Nuklear. Echt jetzt? Ich hatte brutal, Digga. Oh mein Gott. Du hast 9 Kills mehr. Ich schwör's dir, du gewinnst das Kill-Duell. Ich war 3 von Nuklear, Digga. Ich krieg keine Kills ab, Digga. Ich brauche absolut Fallschirmjäger. Wenn ich das gewinne, das wäre schon unfair. Oh mein Gott, Digga. Ich kann's nicht glauben. Digga, du hast 12 Kills mehr. Ich kann nichts machen. Ich try hard um mein Leben. Ich krieg einfach. Ich krieg keine Kills hin. Ich weiß nicht, wie dieser Super Drive zweimal jagt. Ich werde doch noch geholt von diesem. Flieger, Alter. Ich hab dich auch 2 von Nuke geholt, ne? Der Flieger. Ich bin von meinen eigenen Flächenbombardierer gestorben auf Scooplus auch. Ist auch so richtig broke. Junge, ich muss was sichern. Ich muss was sichern. Das kann ich nicht. Ach, egal. Ich spiel jetzt einfach weiter. Ja, alles. Er hat alles. Er hat alles. Digga, Anton. Was haben die noch alles, Marcel? Ja, aber ich sterbe auch jedes Mal dadurch. Ich höre die ganze nur Artillerie. Yeah. Der Bomber. Was noch alles? Kennt ihr nicht mal alle die Streaks? Mörser eingesetzt, ja. Von dir oder was? Nee. Er ist so im Headglitch, oh mein Gott. Ich muss laufen, ich muss alles rein challengen. Wir brauchen Triple Cap, sonst schaffe ich es allein von der Zeit nicht. Ich versuche mal zu sichern irgendwas. Komm schon, lauf. Hey, stirb. Jawohl. Ich muss es sichern. Teammates sichern nichts. Ich helfe. Arbeit. Ja, ja. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Müssen eigentlich. Ja, von hinten. Ich sterbe nur. Das war der Key Moment, ne? 14 Kills. Alter. Du hast. Das ist echt stabil, ne? Fast 50 Kills unter 10 Tode. Das ist echt gut, ja, für das in der Sekunde. Spielverhältnisse. Ja, passiert. Für das Spielverhältnisse, sage ich. Mhm. Ich kletter das Ding hoch. Ja, das ist nett. Ich schwöre, du musst es aus meiner Sicht anschauen. Ich konnte es nicht besser, viel besser spielen. Einmal gestorben auf Streak, das hast du absolut verdient gewonnen, Digga. Nach der ersten Runde hätte ich es unmöglich gedacht, dass ich eine Chance habe. Nein, lass mich. Ja, Pablo chillte auch noch unten. Ich habe schon psychisch aufgegeben, Digga. Krass, Mann! Heftig! Und dann diesen Verschwörungsmodus, weißt du, ich bin in diesem Modus, wo ich nicht mehr aufzuhalten bin gerade. Ich kann gerade nicht mehr sterben. Einer ist hier unten irgendwo. Bleib stehen. Oh, Junge. Wetten, ich krieg. Ja, so einen Kill krieg ich halt auch nicht gerade. Ich sterb fast von der Nate. Jetzt sterb ich wahrscheinlich noch vom Gunfight, oder? Von hinten kommt er. Nee. Wo sind die? Da. Einen habe ich nochmal. Tschüss! Wir müssen B sichern. Ich bin. Ja, ich sicher B. Ja, Bro. Das ist halt natürlich auch dann so ein taktischer Play von dir, Digga. Aber dass ich nicht gewonnen. Einnehme. Ja, natürlich, weil ich brauche ja gerade die Zeit, um es noch theoretisch irgendwie zu schaffen zu können. Aber jetzt sichern die A. Ah, krass, ich habe verloren, Leute. Du hast 22 Kills mehr, Digga. Ich habe gerade auch wirklich alles rasiert, die letzten paar Minuten. Hätte ich Nuke noch dazu gehabt, dann wäre es der beste Tag meines Lebens. Ich krass, ich habe verloren. Heftig. Alter, ich kann es gar nicht fassen, aber ich freue mich auch irgendwie für dich. Also jetzt ehrlich. Ja, danke, Digga. Aber es ist halt auch so, du kannst das halt nicht mit einem Nuklearduell vergleichen, weil da. Ja, natürlich, aber. Guck dir das mal an, Digga, wie die sich auch. Das war so eine Szene, da klappt sowas halt einfach. Weißt du, da stellen sich dann in eine Reihe und so.
Ja, aber die Props darfst du dir jetzt trotzdem nicht Dankeschön, nehmen Digga. lassen. Heftig. Nach 5 Jahren, Leute, verliere ich mein erstes Kill-Duell. Och Gott. Egal. Auf jeden Fall, schaut bei Marcel vorbei. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos von uns beiden sehen möchtet. Hier seht ihr nochmal den Endscore 54-11 und 36-9. Gut. Würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schlusswort kriegt Marcel. Also, an dieser Stelle habe ich seit Jahren eine Rede vorbereitet, die wollte ich jetzt halten. Also, ich Ich stelle bedanke mir mich vor, wie du so einen erstmal. Notizblock aufschlägst. Nein, Spaß. Also, ja, hat Bock gemacht, Alter. Und lasst ein Like da, haut rein und ciao.